Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute bei mir und meinem neuesten Video. Und ich nehme euch einfach mal mit. Und zwar habe ich hier gerade einen ganz, ganz leckeren Kaffee mir vorbereitet. Guck mal, der dampft noch. Es ist gerade Kaffeepause bei mir hier. Ich habe heute Homeoffice. Und wer natürlich da nicht bei fehlen darf, ist hier mein kleiner Freund. Ein kleiner Smiley, der mir immer wieder ein bisschen nett zulächelt und zuzwinkert, um Motivation zu behalten. Und ich zeige euch gleich, um was es geht. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Natürlich arbeite ich im Homeoffice auch mit meinen Kunden, mit meinen Patienten. Und wir werden immer wieder sehr viele Informationen zugetragen. Und wenn ich neue Ideen habe, kommt das hier auf meine Ideenliste. Und da gibt es jetzt zum Thema. Also, wenn dich dieses Thema interessiert, es geht um die Kehrseite von Freiheit ist Verantwortung. Ob das mal so stimmt? Wir können es ja gemeinsam mal ein bisschen analysieren und hinterfragen. Freiheit. Jeder möchte Freiheit. Und ich kann euch nur so viel sagen. Ich sitze heute hier an meinem Homeoffice. Im Moment sitze ich hier auf dem Sofa. Mal sitze ich vorne in meiner Ecke in der Küche. Mal sitze ich draußen auf der Terrasse, wenn das Wetter angenehm ist. Im Moment ist es definitiv sehr, sehr heiß. Ich habe ja auch fast nichts mehr an jetzt. Und es ist trotzdem eine schöne Freiheit, einfach dieses Homeoffice dann zu machen, wenn man einfach auch vom Kopf her ja, konzentriert genug ist, die Dinge zu tun, die man tun möchte. Und das ist es. Das ist auch im Grunde mein Thema. Wir hatten es eben von der Verantwortung, Selbstverantwortung. Und es geht um Selbstbestimmung. Und es geht darum, wie ich einfach auch Erfahrungen gemacht habe, dass meine Selbstbestimmung sich Stück für Stück auch immer wieder geändert hat im Laufe der Tage, der Wochen, der Monate. Ich bin jetzt ein Best Ager. Es gibt Menschen, die sind als Best Ager nochmal richtig so durchgestartet. Es gibt Menschen, habe ich auch kennengelernt, die sind dann Anfang 50 und steuern schon auf ihre Rente zu und haben einfach gar keine Lust mehr, noch irgendwas Produktives zu tun in der Welt. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Extremen darf man sich natürlich auch einpendeln, oder? Was denkt ihr darüber? Es gibt Menschen, die lieben ihren Job, dass sie einfach von 9 bis 5 irgendwie jeden Tag das machen, was die Chefs ihnen sagen und am Wochenende dann juhu, einfach feiern gehen und ihre Freiheit genießen und dann freuen die sich auch auf 30 Tage Urlaub und dann fiebern die manchmal monatelang auch einem Urlaub hinterher oder wie sagt man, vorneweg, ne? Das ist so Vorfreude, finde ich auch schön, Vorfreude ist was Schönes. Du, ich lasse mir doch aber von keinem erzählen, dass ich nur 30 Tage frei haben darf im Jahr oder wie begrenzt darf denn meine Freiheit sein? Wer hat das denn zu entscheiden? Dein Chef, deine Eltern, der Lehrer, der Studienprofessor? Wer hat das zu entscheiden? Da ist doch irgendwie in der Denke was ein bisschen faul gelaufen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist das, was ich euch jetzt mal so ein bisschen mitnehmen möchte. Seht ihr das auch so? Oder denkt ihr, das ist alles völlig real? Das muss man so machen. Yvonne, das ist so. Wir haben das so kennengelernt, logisch, wir haben es auch so kennengelernt. Wir haben in der Schule schon gesessen als Kinder und da hatten wir immer vorgefertigt unsere Schultermine. Dann und dann musst du in die Schule gehen, dann musst du in die Klasse, dann musst du in die Klasse. Wenn Ferien waren, dann hattest du Ferien. Im Studium ging es so weiter, dann hattest du Semesterferien, dann musst du dies machen, dann musst du jenes machen, dann musst du erst diesen Abschluss machen und wenn du dieses Papier nicht hast, dann kannst du das nicht machen. Und wenn du dieses Papier nicht hast, kannst du das nicht machen. Und wenn du dieses Zertifikat nicht hast, kannst du das noch machen und das noch machen und das noch machen. Jetzt muss ich kurz Luft holen. Was fällt hier um? Ah, hier ist noch mein Stein. Guck mal, den zeige ich euch gerade mal. Ich habe hier einen ganz tollen Kristall auch liegen. Kann man das kurz sehen? Der wird dann immer mal gereinigt und den nutze ich für meine Meditationen. Genau. Ja, was wollte ich euch damit mitgeben irgendwie? Wir kommen dann in so einen Strudelkreis, in einen Strudelkreis der Dinge, die wir tun müssen, weil das System es vorgibt. Und das System gibt es vor, egal ob du in einem Bundesland in Deutschland lebst, ob du in einem anderen Land lebst, europaweit, in der ganzen Welt. Jedes eigene, ja, ich würde mal sagen, jede eigene Nation hat ihren eigenen Rhythmus kreiert. Und von der Kultur ist es auch unheimlich, ja, festgefahren worden, könnte man mal so sagen. Und wisst ihr was? Ich mache heute keine Comedy da draus, weil das, was ich jetzt hier erzähle, ist wirklich wahr und es ist wirklich echt. Und ich mache mir da
jeden Tag so ein bisschen Gedanken drüber, weil ich merke, wenn wir Menschen, wir Seelenwesen auf dieser Erde das nicht verstehen, werden wir niemals, niemals in diese höheren Dimensionen aufsteigen können, weil es hält uns immer unten. Das klingt jetzt so ganz banal, das Dunkle hält dich immer unten. Das Dunkle und die dunklen Mächte, die halten dich unten, weil sie immer wollen, dass du von 9 bis 5 deinen Job machst. Du sollst über nichts anderes nachdenken. Und dann gehst du am besten nach Hause, kaufst Nahrungsmittel, die auch nicht so gut sind für dich, weil diverse Giftstoffe enthalten sind, die dem Körper nicht gut tun. Und was macht das alles? Es bringt uns dazu, dass dieser Kopf gar nicht mehr geistig aktiv und rege bleibt und Dinge hinterfragt. Wenn wir doch im Kopf nicht mehr geistig hinterfragen können, dann funktioniert dieses System natürlich. Und ich sag mal jetzt, von 100 Leuten ist da bestimmt einer dabei, der noch fit im Kopf ist und der Dinge hinterfragt. Und das finde ich so klasse. Dieser eine wird aber dann ganz schön madig gemacht und der wird dann ganz schön plank geredet irgendwie, weil der jetzt nicht mehr konform geht. In diese Kiste, klack, klung, bumm. Passt der nicht mehr rein? Boah, der ist rausgehüpft. Und alle zeigen mit dem Finger auf ihn. Guck mal, alle gehen rechts rum. Warum geht der links rum? Stimmt's? Das ist ein bisschen Comedy jetzt. Alle gehen rechts rum und der geht links rum. Und jetzt frage ich euch, die Menschen, die auf YouTube mir schon länger zusehen, was meint ihr, was ich für ein Mensch bin? Was bin ich für eine Seele von Mensch? Ich bin der, der den anderen Weg geht. Klar, ist doch viel spannender. Da ist viel mehr Erfahrung drin in diesem anderen Weg und vor allen Dingen viel mehr Wachstum und meine Intuition. Die Intuition sitzt hier in meinem Herzen und ein bisschen tiefer hier im Solarplexus in Verbindung auch mit dem Magen, mit unseren Stimmungen. Da kommt es her. Und wenn mir diese Intuition sagt, Yvonne, ja, ich sehe, dass alle Leute dahin gehen, aber es macht für mich keinen Sinn, es fühlt sich nicht gut an, mir wird schwindelig, mir wird schlecht, ich habe dann kein gutes Gefühl. Und dann gehe ich trotzdem rechts und erlebe spannende Dinge. Ich sage euch das, dort erlebst du spannende Dinge. Wenn du einfach mal den Weg dieser Mainstream-Blase verlässt, da raushüpfst, auch wenn es dir im ersten Moment ganz merkwürdig erscheint, du wirst Dinge erleben, du hast die nie für möglich gehalten. Weil da gehst du um die Ecke und auf einmal öffnet sich dein Horizont. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich kann euch das gar nicht so richtig beschreiben, als wenn ich irgendwie so, ich trage im Moment keine Brille, wisst ihr ja, manchmal Kontaktlinsen oder eine Sonnenbrille. Und dann habe ich das Gefühl, als würden meine Augen irgendwie entschleiert werden. Als wenn da so ein Schleier drüber gelegen hätte mit den Augen. Oder als hätte ich quasi eine andere Brille auf. Und dann guckst du und machst du deine Augen auf und du guckst auf einmal in eine ganz andere Welt. Und wisst ihr was, diese Welt ist so schön, die ich da sehe. Die ist voller Liebe, die ist voller Frieden. Die Natur ist da und die Tiere sind da und die Tiere leben in der Natur. Die Natur lebt mit den Tieren. Die Natur kann auch mit den Lebewesen leben, die da sind. Und die Lebewesen achten diese Natur. Die achten sie. Die wird gegessen auf die Natur. Aber die produziert sich wieder neu, wenn du gut und sorgsam und achtsam mit der Natur umgehst. Und genauso ist es mit den Lebewesen dort, mit den Tieren. Die Tiere leben miteinander. Okay, die einen fressen die anderen, die Kleinen fressen die Größeren. Nein, andersrum, die Großen fressen oft die Kleinen. Aber das entwickelt sich auch weiter. Das ist einfach ein biologischer Rhythmus. Das ist die Erde, das ist Evolution. Das hat eine bestimmte Art von Harmonie. Und ich finde es unfassbar schlimm und fürchterlich, das muss ich jetzt nochmal sagen, da muss ich jetzt auch mal leider Fäuste ballen, dass dieser kleine Mensch herkommen kann und kann komplett diese ganze Natur und diese Evolutionsgeschichte komplett über den Jordan fahren. Das finde ich grausam. Und wisst ihr was, da müssen wir einfach ganz, ganz stark aufpassen, achtsam sein, noch achtsamer sein, noch mehr wahrnehmen, was wir tun, warum wir es tun, wen wir hören, was wir verstehen. Lauscht gut hin, schaut gut hin, fühlt rein, ob das, was diese Menschen dir sagen, wirklich der Wahrheit entspricht. Der wirklichen Wahrheit, der Ehrlichkeit und das, wo wir Menschen uns weiterentwickeln können. Weil das ist das Einzige, was funktioniert, wenn wir uns nicht weiterentwickeln können, weil jetzt schon, ja, ich hole kurz aus meiner Praxis eher, weil jetzt mittlerweile schon die ersten Lebewesen in dem Bauch der Mutter, also ein Embryo, das noch nicht geboren ist, sehr, sehr krank geworden ist. Dieses Baby ist noch nicht auf der Welt, aber es ist krank.
weil ihre Mutter sich für Tack, 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 ihr wisst schon, ich werde keine Namen nennen, sonst sperren die mich hier wieder auf YouTube, entschieden hat. Und das ist einfach wichtig, wichtig zu verstehen. Bitte, bitte, lieber Mensch da draußen, egal für welche Richtung du dich entschieden hast, du kannst jederzeit auch einfach wieder in die Achtsamkeit gehen und ein bisschen in die Vergebung gehen, weil das ist einfach Selbstverantwortung, das ist Selbstbestimmung und nur in der Selbstbestimmung kann man auch selbstständig arbeiten, selbstständig leben, selbstständig denken. Thema Homeoffice, ich trinke jetzt meinen Kaffee hier aus. Ich hoffe, es war eine spannende Runde in dieses kleine Thema. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 Minuten gequatscht und hier meinen kleinen süßen Schutzengel zeige ich Ihnen auch noch. Das ist einer meiner Schutzengel, der heißt Hanil und der begleitet mich. Und ja, ich freue mich auf Kommentare, auf Fragen, auf Likes und sage mal bis zum nächsten Mal. Ich möchte den Spruch nochmal vorstellen, die Kehrseite von Freiheit ist Verantwortung. Was hältst du davon? Ich bin gespannt und sage ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Eure Yvonne E. Besitos. Dankeschön, dass ihr dabei wart.